Ich habe heute 15 Tipps am Start, die dir auf jeden Fall den Einstieg in Assassin's Creed Valhalla erleichtern werden. Wenn du da also Bock drauf hast, dann auf jeden Fall dranbleiben. Moin, mein Name ist Nico der Profi und wenn du generell Bock auf Assassin's Creed Content hast, dann solltest du auf jeden Fall mit einem Abo dabei bleiben, denn da kommt jetzt jede Menge zu. Fangen wir an mit Tipp Nummer 1 und zwar ist das folgender: Ihr solltet am Anfang auf jeden Fall immer darauf achten, dass ihr genug Nahrung sammelt. Nahrung könnt ihr hier zum Beispiel an Sträuchern sammeln oder auch in Dörfern oder Städten, da könnt ihr eben Sachen plündern. Denn anfangs könnt ihr euch in Assassin's Creed nur durch Nahrung heilen, ansonsten bekommt ihr kein Leben dazu und was dazu noch wichtig ist, ist, dass ihr eure Mahlzeiten auf jeden Fall auch schnellstmöglich hochlevelt. Ich habe das jetzt hier auf Stufe 3 und das reicht bei mir auf jeden Fall aus. So könnt ihr euch dann im Kampf mehrmals heilen, beziehungsweise ihr könnt einfach auch generell mehr Sachen mitnehmen. Weil bei mir ist jetzt zum Beispiel auch der Proviant voll, das heißt, ich kann nur dreimal Proviant mitnehmen. Tipp Nummer 2, Anfängern würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass sie in der zweiten Hand ein Schild tragen. Denn das erhöht einfach eure Chance, dass ihr kontern könnt, wenn ihr das noch nicht so gut könnt. Denn mit einem Schild könnt ihr auch, wenn ihr nicht im richtigen Moment kontert, trotzdem immer noch etwas Schaden abwehren, weil ihr einfach das Schild eben hochhaltet. Wenn ihr nämlich am Anfang zwei Waffen benutzt, wie ich das gemacht habe, dann könnt ihr zwar trotzdem noch kontern, ihr müsst aber wirklich jedes Mal im richtigen Moment kontern, ansonsten passt ihr das hier. Dann verfallt ihr hier nämlich in so einen Rausch und dann könnt ihr eben nicht mehr kontern. Das heißt, wenn ihr den Moment verpasst, kriegt ihr auf jeden Fall ordentlich Schaden. Und das führt uns auch schon zu Tipp Nummer 3 und zwar ist es das Parieren bzw. Blocken bzw. Kontern. Beim Parieren und Blocken kommt es auf jeden Fall aufs richtige Timing an. Und wenn ihr Probleme damit habt, dann würde ich mir auf jeden Fall immer zum Schluss einen Gegner aufbewahren, an dem ihr das Ganze nämlich üben könnt. Und so könnt ihr dann nach und nach das richtige Blocken bzw. Parieren schon mal üben. Da wird aber nochmal ein einzelnes Video zukommen, wie ihr besser kontern könnt und wie ihr zum Beispiel auch gegen Bosse vorgehen könnt. Tipp Nummer 4, nutzt Synin. Es kann passieren, wenn ihr jetzt wie ich auf ein Questziel zureitet, dass das oben aus der Leiste verschwindet. Jetzt bekommt ihr oben links eben dieses Adlersymbol angezeigt. Und dann könnt ihr Synin nutzen und die markiert euch dann einen Bereich, wo eure Quest dann stattfindet. Wenn ihr euch da auch von entfernt seht, dann seht ihr eben, dass euch da auch eine Markierung erscheint, die euch dann in die richtige Richtung lenkt. Kann man manchmal übersehen, habe ich am Anfang auch gemacht, deswegen hier Tipp Nummer 4. Kommen wir zu Punkt Nummer 5, den ich lange nicht beachtet habe und zwar ist es der Pfeil und Bogen. Und damit könnt ihr bei euren Gegnern auf Schwachstellen schießen, die jetzt hier zum Beispiel ja so golden markiert ist und damit könnt ihr schon mal sehr viel Schaden anrichten und den Gegner nach unten bringen. Das kann euch auch sehr gut gegen stärkere Gegner weiterhelfen, denn so bringt ihr die auch ganz schnell auf den Boden und könnt schon mal sehr, sehr viel Schaden machen und euch so einen Vorteil verschaffen. In dem Fall ist er sogar direkt tot gewesen. Kommen wir zu Tipp Nummer 6 und zwar kann es passieren, dass ihr euch selbst entzündet und in Flammen steht und dann müsst ihr einfach die doppelte Rolle machen und dann hört ihr auch wieder auf zu brennen. Ist mir am Anfang häufiger passiert und ich bin leider dadurch gestorben, weil ich es einfach nicht wusste. Bei Tipp Nummer 7 geht es um die Fertigkeiten und einige von euch fragen sich vielleicht, ich weiß nicht genau, was ich skillen soll, aber das Gute ist, das müsst ihr auch gar nicht so genau wissen, weil ihr könnt einfach sehr viel ausprobieren, denn ihr könnt jederzeit entweder hier einzelne Skills zurücksetzen oder eben auch mehrere oder mit Y bzw. Dreieck eben auch einfach alle und nochmal komplett neu skillen. So habt ihr also einfach alle Möglichkeiten und das hat mir am Anfang auf jeden Fall sehr weitergeholfen, weil ich mich nicht wirklich für Skills entscheiden musste bzw. ich konnte sie einfach ausprobieren und wenn sie mir nicht gefallen haben, dann habe ich sie einfach wieder rausgenommen. Bei Punkt 8 geht es um neue Ausrüstung und neue Fähigkeiten. Und zwar findet ihr überall auf der Karte goldene Punkte und hinter goldenen Punkten verbirgen sich Schätze und da können sich eben auch Ausrüstungsgegenstände oder Fähigkeiten da verbergen. Je größer der Punkt, desto größer der Schatz bzw. desto besser eben auch die Ausrüstung. Neue Fähigkeiten werden immer mit einem Buch markiert und neue Ausrüstung immer mit so einem Assassinen-Symbol. Bei Tipp Nummer 9 geht es um die Runen und zwar könnt ihr in eure Ausrüstungsgegenstände Runen platzieren. Und das Wichtige hierbei ist, dass ihr die jederzeit wieder entfernen könnt. Das heißt, ihr könnt eigentlich von Anfang an direkt schon, wenn ihr Runen bekommt, die auch immer einsetzen und könnt die immer wieder kostenlos entfernen. Und das ganz einfach in eurem Inventar. Das heißt, ihr müsst also keine Angst haben, dass ihr die irgendwie verlieren könnt, wenn ihr sie zu früh in irgendeinen Gegenstand reinpackt. Tipp Nummer 10 sind die Daily und Weekly Quests. Und wenn ihr weit genug gequestet habt, dann erscheint bei euch ganz automatisch Räder in der Siedlung. Und den könnt ihr eben ansprechen, um Daily Quests zu bekommen oder eben auch Weekly Quests. Jeden Tag werden die Daily Quests logischerweise aktualisiert, die wöchentliche Quest nur einmal pro Woche. Und so bekommt ihr Opale und mit den Opalen könnt ihr dann eben bei Räder auch Sachen kaufen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, die Sachen auch anzunehmen und die Opale auf jeden Fall schon mal zu sammeln, falls etwas im Shop ist, was ihr auf jeden Fall braucht.
Tipp Nummer 12 und das sind die Weltereignisse, die sich so hier auf der Karte markieren. Da könnt ihr einfach hingehen und das sind so Mini-Quests, die aber relativ viel EP bringen. Ich glaube 1200 oder 1800 sind das sogar und die dauern wirklich immer nur 1-2 Minuten und das ist dann eben eine gute Möglichkeit, um schnell EP zu bekommen. Tipp Nummer 12, wenn ihr ein Sportduell seht, dann nehmt das auf jeden Fall mit. Das wird euch auf der Karte eben mit so einer Maske hier markiert. Und dadurch könnt ihr euer Charisma erhöhen und das schaltet euch dann wiederum Dialogoptionen in verschiedenen Gesprächen frei, sodass ihr zum Beispiel weniger Geld bezahlen müsst oder eben ganz anders aus dem Dialog rauskommt. Und falls ihr euch Sorgen macht, dass ihr das Sportduell nicht gewinnt, dann könnt ihr vorher einfach speichern und das Ganze nochmal wieder laden, falls ihr es nicht geschafft habt. Tipp Nummer 13 und 14, am Assassinenbüro in eurer Siedlung könnt ihr den fortgeschrittenen Meuchelmord üben. Und zwar ist es ein Attentat hier mit so einem Quicktime-Event. Und am Anfang habe ich das häufig auch noch nicht hinbekommen, aber eben hier habt ihr die Möglichkeit, das zu üben, weil die Puppen eben nicht sofort down gehen mit einem normalen Attentat. Und auch zum fortgeschrittenen Meuchelmord werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video machen. Ist auf jeden Fall mega praktisch und ist auch gut, dass man das hier quasi üben kann, ohne dass man es dann in der Praxis versaut. Dann kommen wir auch zu Tipp Nummer 14 und zwar füllen Attentate eure Adrenalinpunkte wieder auf und das funktioniert eben auch an diesen Puppen hier. Und da seht ihr unten links, dass wieder ein Adrenalinbalken dazugekommen ist. Das heißt, bevor ihr irgendwie eine Reise antretet, könnt ihr auf jeden Fall dann hier eure Adrenalinpunkte auffüllen und generell im Kampf eben auch. Wenn ihr unbemerkt seid, führt Attentate durch, um eure Adrenalinpunkte wieder aufzufüllen. Das sind meine 14 Tipps für dich, die dir den Anfang in Assassin's Creed Valhalla auf jeden Fall erleichtern werden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal sehr weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.